Servus und hallo YouTube, herzlich willkommen auf der Charvel mit Forage Extension. Ja, heute wieder mal ein Erklärvideo. Ich möchte heute, wie der Titel schon sagt, eingehen auf Wetgras, Grass Windrow, Semi-Dry und Dry Grass. Ja, was so viel auf Deutsch wahrscheinlich heißt wie nasses Gras, schwartgetrocknetes Gras. Das Semi-Dry würde ich so wie angewelktes Gras sehen und Dry Grass ist logischerweise Heu. Ihr seht hier, ich habe einen Versuchsaufbau gemacht, der ist auch noch größer. Ich schwenke nur mal kurz rum. Der geht hier hinten weiter, aber der Reihe nach. Ja, also hier ist aufgebaut jeweils ein Feld hier vorne, was wir sehen, wo wir direkt drauf gucken jetzt. Das ist Gras. Das hier ist Weidegras. So, ich muss mal rüberblenden. Und hier hinten stellvertretend für die Kategorie, sage ich jetzt mal, Luzerne und Klee, habe ich mich mal hier für Klee entschieden. Das ist eigentlich überall der gleiche Aufbau. Ja, ich gehe mal ein bisschen rüber, fange mal hinten beim Gras an. Ist eigentlich überall das Gleiche. Also man sieht hier, ich habe jeweils, ich gehe mal nach vorne, das geht genauso, das sieht man am besten. Jeweils für jede Schwart, die hier liegt, habe ich einen Big M genommen, habe es in Schwartablage gemäht, habe bei dem ersten logischerweise nicht gewendet, bei dem zweiten Eimer gewendet, bei dem dritten hier zweimal gewendet und ganz hier links habe ich dreimal gewendet. Ja, das heißt ja, man soll drei bis viermal wenden. Und was ist hier zu sehen? Man sieht hier, ich gehe mal kurz runter. Das ist die Textur für Wettgras. Ich springe eins hier rüber. Das ist Gras Windrow. Das ist Semi Dry und hier komischerweise wird er jetzt sagen, das ist die gleiche Farbe. Ja, das ist auch die gleiche Farbe. Das ist nämlich Semi-Dry, weil man kann nicht mehr wenden in Seasons. Also du könntest jetzt hier noch zigmal drüber wenden, dann würde es kein Heu. Wichtig da dabei ist dafür, dass Seasons, nämlich die Wärme bzw. die Trocknung, wenn die Trocknung sehr hoch ist, dann entsteht schneller Heu oder halt auch durch die Zeit. Ja? Also durch diese zwei Faktoren wird es erst zum Heu. So, hier drüben ist dann das Gleiche, nur eine andere verbaute Grasart, nämlich Weidegras. Ja? Geh wieder runter. Das ist auch wieder Wetgras, Grass Windrow, Semi-Dry und hier auch Semi-Dry. Ich laufe mal nach vorne. Gleiches System. Ich steige nochmal hoch. Ja, wieder gesagt, ganz rechts, nur in Schwarz gemäht. Hier. Dann einmal gewendet, zweimal gewendet, dreimal gewendet. Und das Gleiche ist hier drüben beim Klee. Das Einzige, was hier mir passiert ist, ich war zu langsam. Es hat hier zu lange gedauert. Deshalb sind hier vier Farben. Aber dann sieht man das nämlich auch mal dann, wie das dann ist. So, wieder gesagt hier, das ist dann die nasse Form vom Klee. Das ist die Windrow, die Semi-Dry oder angewelkt. Und hier ist es auch schon leider, wie gesagt, es hat zu lange gedauert, bis ich das aufgebaut habe. Und beim letzten Mal wenden ist es dann Kleeheu geworden. Aber der Reihe nach. Wichtig zu beachten, ich springe jetzt nochmal in Flugmodus. Wichtig zu beachten bei
Forage Extension ist auch, das blende ich jetzt nochmal ein, das konnte ich jetzt hier nicht darstellen. Ich mache kurz einen Break hier und dann blende ich, kann ich das Video einblenden. Zu beachten ist auf jeden Fall, dass man ab jetzt auch ernten kann, obwohl hier steht, wie ihr seht, beim Feldinfo im Wachstum. Ja, das ist ganz wichtig. Da gehe ich aber auch noch mal genauer darauf ein in anderen Videos. Da gibt es nämlich für verschiedenste Fruchtarten ganz neue Gesetze. Ich zeige das jetzt mal. Normalerweise kannst du das hier nicht mähen. Ja, aber es steht, wie gesagt, steht ja auch hier im Wachstum. Wir steigen jetzt mal in Schlepper ein, schmeißen mal das Mähwerk an und gucken mal, was passiert. Tada! Also, das ist ganz wichtig zu beachten. Man kann auch ernten bzw. Gras mähen, obwohl da steht im Wachstum, wie ihr hier seht. Also es ist keine Hexerei, das ist so gewollt. Und wie gesagt, da gehe ich nochmal in einem anderen Video genauer drauf ein. So, zurück. So, da bin ich wieder. Also, wie gesagt, das ist generell der Versuchsaufbau. Es stehen überall hier die Fahrzeuge bereit. Was auch noch zu beachten ist, ist die Fruchtzerstörung. Ja, also, wenn ich hier vergessen habe, zum Beispiel im Gras oder im Klee, in der Luzerne, im Weidegras, im Ackergras oder sonstiges, da gehe ich aber dann in den Getreidearten auch noch mal drauf ein. Und ich fahre hier mit dem Gerät hier rein. Dann sieht man, es ist hier die Fruchtzerstörung aktiviert. Und die Fruchtzerstörung funktioniert hier so, dass das Gras in die zweite Wachstumsstufe zurückgesetzt wird. Was man aber trotzdem machen kann, ist, es bleiben hier nicht hässliche Ränder wie früher stehen, sondern, ich zeige das jetzt ganz kurz mal, man kann das mähen. Und hier ist auch noch was Besonderes, das zeige ich jetzt aber gleich. Das wird er gleich sehen, wenn ich hier mähe. Ich habe alles in Vanilla. Ich komme hier gar nicht zurecht. So. Du kannst ohne Probleme hier drüber mähen. Klar, der Ertrag würde etwas weniger, aber es bleiben hier keine Ränder stehen. Es mäht sich eins zu eins rum. Logischerweise funktioniert das nur, wenn der oder die Wachstumsphase höher ist als wie die zweite. Sonst funktioniert das nicht. Ja? Und wie gesagt, hier seht ihr jetzt gleich, komisch, das ist ja gar kein Wetgras. Ja, also das ist ein besonderer Mod. Ich zeige das jetzt ganz kurz mal. Das ist nämlich auch noch zu beachten. Das ist einmal hier in der Mähtechnik. Ja, das ist der normale. Und das ist der Mower Conditioner. Also das heißt, der hat einen Aufbereiter drin. Das haben die Farming Agencies so eingebaut und die belohnen das mit mindestens einer Trocknungsphase. Wenn es je nachdem, wie trocken oder nass das Gras ist, geht es logischerweise nicht mit Wetgras los, sondern minimal in Grass Windrow. Ja? Und hier ist es logischerweise, weil es etwas trockener ist, ist es gleich in den Semi-Dry-Standard gesprungen. Wie gesagt, das ist einmal hier der Big M. Was noch anders da ist, ich zeige das ganz kurz nochmal, das ist dann auch bei den Geräten und der Mähtechnik. Da müsst ihr ein Stück nach hinten. Wie gesagt, bei mir ist das hier schon gefixt. Bei euch wird bei dem Pöttinger NovaCut X8ED oben drüber nicht Mower Conditioner stehen. Das soll aber, soweit ich weiß, noch gefixt werden in der nächsten Version. Und dann steht das auch dabei. Ihr könnt euch auf jeden Fall merken, weil die normalen Geräte, die hier drin sind, wie hier, seht ihr ja, das sind die gleichen an sich. Ja, da ist das nicht und es ist auch kein Mod unten eingeblendet. Wenn ihr ein Stück rüber blendet,
Die werden auf jeden Fall mitgeliefert, genauso wie der Big M. Das sind hier die drei Geräte. Zusätzlich ist auch noch zu beachten, ist, dass man das generell spielen kann, ist, dass es Pressen gibt, die das auch pressen können. Es würde auch mit den Standardpressen funktionieren, aber die haben auch noch hier, wo ist es? Ja, genau, diese vier Geräte. Das ist einmal der SW4014 Clover und Alf-Alpha, ja, der Wickler. Dann der FBP 3135 Clover and Alf-Alpha, das ist die Presse. Dann noch der Lizard T-127, der Ballenwagen. Und auch noch der Lizard Z. Minus 586, ja, das sind die Geräte, die da auch dazugehören. So. Fangen wir mal an. Also, wie gesagt, hier die Pressen, das sind auch schon die von der Farming Agency, die habe ich hier angehängt. Ich würde sagen, wir fangen ganz vorne an, so wie das am besten ist beim Gras und hier beim Wettgras. Also nasses Gras. Ich denke, die meisten werden ungefähr schätzen können, was hier rauskommt. So, jetzt muss ich gucken. XBV. Ist das ungewohnt? Ich gehe mal etwas in die Totale, dass man das etwas besser sieht. Jawohl, man sieht es auch unten schon, ne, am Befüllungsstatus. Es ist grasfrisch. Also wird logischerweise, wenn nicht alles jetzt hier gegen mich spielt, ein Siloballen rauskommen. Wir lassen mal schnell wickeln. Steigen mal aus. Ganz ungewohnt, wenn der Schlepper ausgeht, wenn man aussteigt. Ich mache mal das Hilfe-HUD an, dann sieht man das nämlich auch noch mal. Ah. Ich muss noch was deaktivieren. Es ist aber alles deaktiviert. Dann machen wir es halt so. Ja, Silogras. Das funktioniert. Dann gehen wir mal zum nächsten. Das ist das Gras Windrow. Ich laufe mal ein wenig schneller. XBV. Ja, hier wird aber Gras angezeigt, wie man sieht. Nicht frisches Gras. Wieder ein Stück zurückfahren. Ich muss nur mal etwas in die Totale gehen. Wir lassen mal wickeln. Wir werfen mal ab. Jawohl, auch Silogras. So, Geräte aus. Dann gehen wir mal zum nächsten. Hier ist Semi-Dry. Wir steigen ein. Totale. Oh, XBV. Hier zeigt er auch Gras an, obwohl hier Semi-Dry drin ist. Jetzt ist die Frage, was wird denn hier rauskommen? Ja, ein bisschen schief gefahren. Lassen wir mal schnell wickeln. Wie gesagt, normal steht das auch im Hilfe-HUD, aber ich weiß nicht, ich habe irgendwo anscheinend irgendwo noch eine Sache drin. Entweder bin ich nicht ganz auf dem Boden, dass ich das schon ausgeschaltet habe, aber wir können es auch mit dem
Gerät machen. Komischerweise auch Silogras. So, dann gehen wir mal zum nächsten. Steigen wir mal ein. XBV. Lassen wir noch mal schnell wickeln, ausschalten und gucken. Und es ist auch ein Siloballen rausgekommen. Seltsam, seltsam. Erklärung kommt dann später. Wir gehen jetzt erstmal rüber. Dann kann ich nämlich dann später vorspulen zusammen. Mal zum Weidegras. Ja, hier. XBV. Ja, wie man sieht, unten im Hatt frisches Gras. Lassen wir den schnell wickeln. Man ahnt es schon, es ist ein Siloballen. So ist es. Okay, zum nächsten. Grass Windrow oder schwartgetrocknetes XBV. Ich werde es bald langsam drin haben. Dann wollen wir mal gucken, aber normalerweise müsste jetzt, nach dem, was wir wissen, hier auch ein gewickelter Ballen rauskommen. Wickelt er eigentlich fertig? Ja, dann kann ich auch schon aussteigen. Die Presse brauchen wir auch. Die spart unwahrscheinlich Sprit. Habe ich auch noch nie gehört, das Geräusch von hier hinten. So, jetzt gucken wir mal, was hier drin ist. Oh, er kann's nicht. Okay, lassen wir ihn mal kurz. Muss ich doch länger. Also, hier ist der Ballen. Auch Silo Gras. Wen wundert's? So, dann gucken wir hier. Semi-dry mit zweimal Wenden. Haben wir ja gelernt. Müsste wie beim Gras, logischerweise, wenn ich mich jetzt nicht vertan habe, ebenfalls wieder Silogras rauskommen. Ich nehme es vorweg. Es dauert leider immer ein bisschen. Aber ich will ja zeigen, dass das alles mit rechten Dingen zugeht. So, mein Silogras. Und ebenfalls semi-dry, obwohl dreimal gewendet. Ach, ich habe eben schon geschaltet, aber das geht ja nicht. Alte Gewohnheit. So, dann gucken wir auch noch hier, was hier passiert. Wickeln tut er. So viel Zeit muss jetzt sein.
Ich nehme es vorweg. Silogras. Jetzt werden schon einige fragen, was muss ich denn machen? Ja, entweder hoffen, dass die Sonne heißer brennt oder halt mit der Zeit. Wir machen das dann, wenn ich spulen kann. Ich möchte jetzt auf jeden Fall auch so haben, dass das alles auch einheitlich ist. Nicht, dass das andere auch schon weitergeht. Das ist nämlich das Problem, nämlich da dabei. Das zeige ich dann mal beim Spulen. Und hier ist es, wie gesagt, auch so. Ne? Hier ist auch die Fruchtzerstörung. Man sieht das hier halt deutlicher wie beim Gras. Ja. In die zweite Stufe zurückgesetzt. Ist aber auf jeden Fall noch mähbar. Das zeige ich jetzt auch nochmal hier, dass jeder glaubt. Ach, rückwärts ist hier auf der Bremse. Nee, das lassen wir. B. Muss man aber das hat einmachen. Schwartablage ist okay. Und man sieht sozusagen ohne Rückstände und ohne Rand oder irgendwas Blattgefahrenes auf jeden Fall mähbar. Also hier auch. Wir rennen mal. Wie gesagt, hier kann man auch nochmal gucken. Es sind wirklich gesagt drei Schlepper, drei Wender. Hier zwei Schlepper, zwei Wender, ein Schlepper, ein Wender. So, Hecken. Ah ja, England sind Hecken verbaut. Hier ist das Gleiche. Ich mache jetzt auch nochmal hier ganz kurz den Shader aus, damit man das verwaschen halt sieht. Ich kann so gar nicht mehr spielen. Aber das sind die Originalfarben jetzt hier im normalen Spiel. Das ist das Nasse, beziehungsweise sagen wir mal Wet Grass, in dem Fall ja Klee. Windrow. Semi. Und wie gesagt, hier ist es mir leider abgehauen. Das hat mir jetzt aber zu lange gedauert, das nochmal aufzubauen, den ganzen Versuch. Aber wie gesagt, wir haben auch hier mehrmals, ich will es nochmal vorne zeigen, ich bin mehrmals hier drüber gefahren, sogar viermal. Kann natürlich auch sein, dass ich da am Anfang, deshalb habe ich bei den anderen auch nur noch dreimal gemacht. Ja, das war dann hier zu warm und dann ist es auch Heu geworden. Das war vielleicht mein Fehler. So, wir fangen mal vorne an, aber normalerweise käme es auch in Semi-Dry raus. Nur, dass man das auch nochmal sieht. Ah, BVX. So, wir gehen wieder. Die Presse muss ich noch anschalten. So, jetzt. Man sieht jetzt hier unten auch Klee frisch. Einmal zurück. Ganz kurz wickeln lassen. Siloklee. Nächster Schlepper. Wie man sieht, das ist Windrow. X, B, V. Wieder in die Totale. Wie gesagt, hier sieht man, da bin ich auch am Anfang etwas hängen geblieben. Dann sieht man auch, dass ich das dann, wo man mehrmals drüber schwadet, dann auch hier die Farbe verändert hat. Fahren wir mal ein bisschen schneller. Das war's. Schnell mal wickeln. Ausschalten. Komischerweise, aber wir wissen schon, Siloballen. Siloklee. So, na, schalt aus. Semi-dry.
Oh, der klingt gut. Spielt man auch zu wenig eigentlich. Und dann sieht man auch hier schon, das heißt auch jetzt schon hier, Klee angewelkt. Also Semi. Recht schön. So, nochmal in die Totale. Aber trotzdem wird er gewickelt. So, mach hin, wir haben keine Zeit. Steigen aus. Siloklee. So, und dann gucken wir mal, was jetzt hier passiert. Wie gesagt, hier hat die Trocknung schon irgendwie eingesetzt. Das war mir auch zu schnell, aber ich wollte das dann nicht nochmal abbrechen. Gucken wir mal, was hier jetzt rauskommt. Und man sieht es schon. Es wird wohl Heu sein. Ich glaube, wir fahren mal noch ein kleines Stück zurück. Und tata. Er wird nicht gewickelt. Und es ist Heu. So, und dann würde ich sagen, wir gehen noch mal auf die anderen Felder. Fangen wir beim Gras an. Und dann mache ich hier ganz kurz einen Break, weil ich muss nämlich mal spulen. So, da bin ich wieder. Hat noch geklappt mit dem Spulen. Also man sieht es jetzt hier, die Farbe hat sich deutlich verändert. Hier und sogar hier. Das heißt, obwohl wir hier nur zweimal geschwadet haben, haben wir, so wie es aussieht, eine andere Farbe. Wir gucken gleich rein. Und dann sieht man es schon. Es ist Heu geworden. Das heißt, also in dem Status Semi 3 gibt es nur noch eine Stufe. Deshalb habe ich jetzt etwas weiter gespult. Es ist Heu. Er wickelt nicht. Geht das diesmal im Wagen? Ne, im Wagen macht das nicht. Aber es ist Heu. Wie gesagt, er wickelt es nicht. Wir gucken jetzt noch hier drüben beim Weidegras. Wie gesagt. War hier beim Semi-Dry und hier war auch Semi-Dry und es ist jetzt beides Heu. Wir schalten sie an. Diesmal lasse ich sie auch nochmal runterfallen, damit man es auch wirklich sieht. Und ich mache auch noch die linke Spur. Wir gucken es uns an. Nochmal hier rein. Anschalten. Totale. Halt. Doch, hier ist die. Es ist auch Heu. Ja, das heißt also, wenn ihr in dem Status Semi-3 seid, müsst ihr eigentlich nur lang genug warten. Oder halt nochmal schwaden. Oh. Dann wird auf jeden Fall Heu draus. Wir gucken es uns noch an. Halt, das Gerät müssen wir einschalten. Es ist Heu. Okay, das ist der ganze Zauber. Wie gesagt, probiert selber aus. Es macht Riesenspaß. Vor allem, du kannst eigentlich bis zum Semi 3, das ist das, wo die meisten wahrscheinlich auch ein bisschen Angst hatten. Du kannst wenden, wenden, wenden und du kannst trotzdem noch die Siloballen einfahren und kannst du noch einwickeln. Okay, das soll es erstmal gewesen sein und dann gucke ich mir das nochmal weiter an. Es gibt ja noch mehrere Möglichkeiten, hier noch was zu machen und dann sehen wir uns im nächsten Video.
Tschüss, Servus und macht's gut.